Wilhelm Moritz Käferstein, Zoologe, 1852 bis 1856, Gothmarstraße 3. Wilhelm Moritz Käferstein. Wilhelm Moritz Käferstein, geboren am 7. Juni 1833 in Winsen, Lue, gestorben am 25. Januar 1870 in Göttingen, war ein deutscher Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der Georg-August-Universität Göttingen. Er schrieb zoologische Beiträge gesammelt im Winter 1859-60 in Neapel und Messina, erschienen 1861 in Leipzig, und beschreibt zum ersten Mal eine größere Anzahl Reptilien und Amphibien. Leben. Nach dem Studium des Wasserbaus in Hannover wechselte Käferstein 1852 nach Göttingen, um an der Georg-August-Universität Medizin zu studieren. 1857 wurde er Assistent am Physiologischen Institut, 1858 Privatdozent, 1861 außerordentlicher und 1868 ordentlicher Professor für Zoologie in Göttingen. Auf seine Initiative geht der Bau des Naturhistorischen Museums zurück. Er starb 1870. 1907 wurde an seinem letzten Wohnhaus in der Groner Landstraße 11 eine Göttinger Gedenktafel angebracht.